So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir sind immer noch hier am Dino, da haben wir gerade das Kapitel 1 beendet. Wir gucken uns schnell die Spezialforschung an, drücken das durch. Was der redet, ist egal. Wir gucken nur auf die Aufgaben. Gewinne 15 Raids. Sehr passend, weil heute Abend ist ja die Raid-Stunde. Also ich werde das sehen, dass ich das am Donnerstag fertig habe. Ich werde das am Mittwoch in der Raid-Stunde versuchen fertig zu machen und dann am Donnerstag das zweite Kapitel rauszuhauen. Brüte 15 Eier ist auch sehr gut, weil ich auch versuche, bei der Raid-Stunde die Geschenke aufzumachen und die 7-Kilometer-Eier aufzunehmen. Vielleicht kann ich da zweimal eine 9-7-Kilometer-Eier-Fuhre brüten und entwickle 5 Pokémon. Das machen wir ganz am Schluss. Wir gehen erstmal los, wir raiden ein bisschen, wir brüten ein bisschen und melden uns dann zurück mit dem letzten Raid. Mit 2 Fuhren Eiern, denke ich mal. Dafür habe ich ja noch Coins übrig. Ist wenigstens mal was, was ich auch ziehen kann, was ihr also in 15 Tagen mit den 15 freien Pässen machen könntet, weil sich alle immer beschweren, dass alles so leicht und so schnell geht. Jetzt beschweren sich die Leute halt wieder, dass es so ewig dauert oder man so viele Pässe verschwenden müssen. Es ist egal, wie man es macht, es ist eh immer falsch, das wisst ihr ja. Wir ziehen aber los, fangen noch irgendwas und melden uns dann. Oh, hier sitzt eine fette Katze. Zack, ein Schnurrgas. Dann fangen wir das für die Überblendung und melden uns dann zurück. So, es ist immer noch Mittwoch. Im Prinzip ist die Raid-Stunde genau jetzt um. Es ist nämlich genau um 7. Ihr seht die letzten. Ne, jetzt sind sie weg. Ich wollte sagen, die letzten Regiram-Raids sind noch auf den Arenen. Hier unten sind noch welche, die sind später aufgegangen natürlich. 23 Minuten, 47 Minuten und so weiter. Ich bin bei, muss ich mal kurz gucken, 14 von 15 Raids. Ich will jetzt noch kurz laufen, eine Fuhre 7er Eier ausbrüten, das seht ihr hier. Zack, 2 von 2,3, noch 300 Meter, dann sind die 7er Eier fertig. Und den letzten Raid werden wir morgen machen, am Donnerstag mit dem freien Raid Pass, dass die Aufgabe auch fertig ist. Und ich habe jetzt mal, wenn ich hier reingucke, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 11 Regiram Raids. Und der beste mit 22, 87, also kann man mal mitnehmen, muss man aber nicht. Wir laufen einfach mal eine Runde da unten lang, hier am Strich 2.0 vorbei. Sieht auf jeden Fall auch gut aus, aber hier sitzen selten Leute. Guckt euch das an, mit den Bäumchen dabei, die Bänke. Sieht eigentlich richtig chillig aus, also hier würde ich mich am liebsten den ganzen Tag rumtrollen, aber alle sitzen immer da oben, weil da oben wirst du gesehen. Egal was du machst, du wirst gesehen. Und hier ist er ruhig abgelegen, sieht aber eigentlich richtig schön aus. Ich laufe einfach ein Stück und guck mal, wenn die Eier aufgehen, melde ich mich zurück. Da können wir auch schön bewerten und mal gucken, wo die herkamen, von welchen Orten. Und vielleicht findet ihr ja sogar euer Ei, was ihr geschickt habt, also von eurem Geschenk. Dann könnt ihr das ja mal reinschreiben. So, wir sind jetzt hier irgendwo angekommen am Arsch der Welt. Also das erste 7er Ei geht auf jeden Fall auf, wie gesagt. Wenn ihr den Otter kennt, wo es herkommt und das zufällig von euch ist, schreibt es mal in die Kommentare. Wir machen mal das erste auf. Jetzt habe ich natürlich wieder mein Sternstück vergessen. Und haben ein... Hey, Flunschlick! Toll. Ich dachte wenigstens, da kommen jetzt nur die Galaform raus. Nein, es ist ein normales Flunschlick aus Bremen. Das ist vom Natururin, aber der spielt ja glaube ich gar nicht. Ist auf jeden Fall nicht so krass, egal. Lauf mal weiter. Schön wäre es, wenn ich euch irgendwo abstellen könnte. Das zweite ist ein Mauzi. Auch kein Galamauzi. Aus Baden-Württemberg, Auenwald. Werde, sind okay. Was hat Sumo Banane gesagt? Endlich mal wieder richtig coole 7er Eier. Aber wenn ihr natürlich die ganzen normalen Formen jetzt kriegt. Oh! Da, das erste Galamauzi, beziehungsweise ich habe ja vorhin im Kapitel 1 eins entwickelt. Das ist sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt also die Entwicklung und die normale Stufe auf der Hand aus Wildau, Brandenburg, Deutschland. Das nehmen wir gerne mit. Wir suchen natürlich noch Flampion und Zickzacks und wie sie alle heißen. Noch ein Mauzi, also auch wieder ein normales. Ich sehe dort ein Schild. Vielleicht kann ich euch auf das Schild stellen. 15, 11, 15 aus, jetzt habe ich den Ort weggedrückt, Nähe von Hesel, Niedersachsen, Deutschland. Okay, ist okay, ja, geht bestimmt besser. So,
Ich stelle euch einfach mal hier drauf. Das dürfte jetzt so funktionieren, einfach für den Rest des Videos. Es geht aber weiter. 9 Stück sind es auf jeden Fall. Und das erste Gala Flampion, das sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Könnten wir theoretisch gleich entwickeln. Ich weiß noch nicht. Hat gute Werte. Wollen wir es entwickeln? Wenn wir ein zweites kriegen, können wir das zweite ja so lassen. Wir nehmen das erstmal. Wir entwickeln das jetzt, damit ihr was zu sehen habt in der Sendung. Ne? Ich weiß gar nicht, wie das Teil heißt, was dann dabei rauskommt, aber steht ja gleich da. Ist auf jeden Fall auch was Neues. Sieht einfach aus, als hätte es einen Schneeanzug an, eine Schneekugel auf dem Kopf. Ach nee, ist einfach trotzdem Flampivian. In der Gala-Version auf jeden Fall. 1739. Sieht lustig aus. Nehmen wir so mit. Mal gucken, hoffentlich ist noch eins dabei. Bonbons habe ich eh nicht mehr zum Entwickeln, aber ein Zickzacks brauche ich auf jeden Fall noch. Da ist ein Zickzacks, aber natürlich nicht das, was ich wollte. Ich wollte einfach ein Gala-Zickzacks, nicht das normale. Jetzt habe ich schon wieder, habe ich eben den Ort vergessen. Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Okay. Wenn nicht, muss ich beim Flampivian bzw. Flampion nochmal nachgucken, wo das herkam. Ich glaube, das habe ich gerade verschwitzt. Da ist sogar das zweite noch ein Flampion. Ich hoffe, das ist nicht besser. Potta Westfalica, Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, es hat aber bessere Werte. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel das andere hatte. Das hatte 809. Fehlt eigentlich nur noch. Okay, Flunschlick, auch als Gallaform. Und ich finde das so genial, dass der Tobi mir das heute erstmal erklärt hat, dass das ja eigentlich eine Bärenfalle ist. Das normale Flunschlick ist so dämlich, aber das ist richtig genial. Hier, ihr seht das auch. Der Mund ist diesmal ein Pokéball, das sieht aus wie ein Pokéball, da sind Fußabdrücke drin und das hat Zacken oben und unten. Und wenn ihr drauf drückt, ihr seht ja auch, ne, ihr seht es nicht, schade. Wenn ihr es im Fangbildschirm habt und das angreift, dann müsst ihr mal drauf achten, dann schnappt das zu, wirklich wie eine Bärenfalle, als würde euch das umbringen wollen. Das nehmen wir aber natürlich auch gerne mit. Gucken wir mal hier nach den Werten. Hoppegarten, Brandenburg, Deutschland, okay, nehmen wir mit. Haben natürlich noch ein Ei und wie gesagt, das Flampivian müssen wir dann nochmal abchecken. Wegen dem Ort noch ein Gala Mauzi mit einem richtig dicken Bart. 574 WP ist schon besser aus Hango, Finnland. Das ist auch cool. Aber ich habe heute schon einen gesehen, der hat schon einen 100er Gala Mauzi gebrütet. Da komme ich natürlich nicht ran. Das war richtig heftig. Wir haben auf jeden Fall keine Eier mehr. Wir überprüfen nochmal hier das Flampivian. So. Und das war aus Remscheid, Nordrhein-Westfalen. Wir holen noch ein paar Geschenke ab, melden uns dann zurück, wenn nochmal 9 Eier aufgehen und wenn wir den letzten Raid machen. Oh, das war auf jeden Fall jetzt der letzte Raid. Problem ist, es hat natürlich angefangen zu regnen und ist jetzt richtig eklig hinter mir. Jetzt musste ich mir erstmal einen Raid suchen und ich musste mir einen Unterschlupf suchen, wo ich hin kann, damit ich nicht komplett nass geregnet werde. Ich habe es jetzt einfach mal hier beim, was ist das überhaupt, Einwohnermeldeamt irgendwas aufs Fensterbrett gelegt. Hab mal einen Raid gemacht, ne? Das war der 15. Wir können mal überall reingucken, wie viel, wo, was ist, ob ein Gutes dabei ist, ob nichts Gutes dabei ist. Können wir euch mal hier abfilmen. Wir legen es mal alles nebeneinander. 22,70, 22,17, 22,67, nochmal 17, 52 und 47. Also alles Mist, ne? Wir fangen jetzt das. Das 52er ist meins auf dem Großen. Das fangen wir jetzt. Das ist der 15. Raid gewesen. Wie gesagt, gestern die Raidstunde hat ordentlich reingehauen. Und dann hauen wir nochmal eine Ladung Eier raus, nochmal 9, 7 Kilometer Eier. Melden uns zurück, wenn die aufgehen. Eigentlich ist die Eieraufgabe auch schon fertig, aber ich habe jetzt nochmal 9, 7er Eier drin. Deswegen hauen wir die noch raus und melden uns dann zurück. So, ich stehe jetzt bei der AOK irgendwie so. Keine Ahnung, hier habe ich noch nie gestanden. Die nächsten Eier gehen auf jeden Fall jetzt auf. Nochmal 7 Stück, wieder kein Sternstück an, weil... Ich weiß nicht.
Ich habe nicht mehr so viele. In den Paketen gibt es auch nicht mehr so viele. Ich kaufe auch kaum noch Pakete, deswegen lasse ich das einfach mal so durchrasseln ohne Sternstück. Bin trotzdem mal gespannt, was dabei ist. Ob ich jetzt einen Zickzacks bekomme, das fehlt mir nämlich noch. Ein Flampion, obwohl das ist auch sehr cool, vor allem weil es auch übelst stark wird, habe ich gesehen. Das kommt, glaube ich, auf über 3000 dann mit der Entwicklung in der Nähe von Erfurt. Ne? Wer das war, schreibt es mal in die Kommentare. Fängt doch also schon gut an. Hier hinter mir habe ich einen Aschenbecher. Ne? Hier steht nicht rauchen, da steht Aschenbecher, alles klar. Noch ein Galamauzi. Ich glaube, ich werde euch dann auch auf den Aschenbecher draufstellen, wenn ich die Belohnungen abhole. Und 15, 14, 13 aus Basel, Schweiz. Da könnt ihr euch selbst ausrechnen, wer das wieder war. Könnte der Krypto Saphir gewesen sein, also der Gabriel. Noch ein normales Mauzi, was ja aber scheinig sein kann, wenn ihr das da rausbekommt. Deswegen ist das nicht so schlimm. Und außerdem gibt es ja nur die Gala-Formen und die normalen Formen. Der 7er Pool ist also trotzdem gerade klein gehalten. Das war Brandenburg. Ich glaube, das war sogar das von der Sabrina. Ich habe nämlich gestern extra Best Friends abgeholt für die Interaktion mit Glücksfreund, weil ich ja tagsüber schon ein bisschen Geschenke abholen musste, damit ich Eier bekomme. Jetzt endlich ein Zickzacks, aber leider ein normales. Auch mit den schlechtesten Werten fast. Rotenburg, Ob der Tauber Bayern. Nimmt man trotzdem mal mit. Die Brille beschlägt schon wieder, ey. Ich hasse das. Sabrina auch gerade geschrieben, bei ihr 23 Grad und bestes Wetter hier, Sommer, Sonne, Sonnenschein und bei uns einfach nur Regen, eklig und Mist. Noch ein Zickzacks aus Kölle da. Grüße gehen raus an den Frank, ne? Müsste das sein, wenn ich mich nicht irre. Da manchmal blickt man auch nicht mehr durch bei so vielen Leuten, so vielen Orten. Noch ein Zickzacks, aber trotzdem kein Gala. Aber egal, Bonbons sind immer gut, ne? Bremerhaven, das müsste der Riese sein, glaube ich. 2600, ja gut, da kann ich auf jeden Fall eins entwickeln, falls ein Gala-Zickzacks da rauskommt. Komm bitte eins. Ich will nur eins. Noch ein Flampion, aber ein normales. Trotzdem bisher zwei Gala-Pokémon dabei. Und ein Marsfeld, Thüringen. Das dürfte der Konstin sein. Ich verrate einfach hier die ganzen Orte und die ganzen Namen, wo die Leute herkommen. Noch ein Flunschlick. Ich glaube, ich stelle euch jetzt schon mal hier hin. Ich stelle euch einfach mal hier auf den dreckigen Aschenbecher. Das müsste auf jeden Fall passen. So, wunderbar. Da kann ich nämlich gleich auch die Belohnungen noch abholen. Steinbach, Hallenberg, Thüringen. Das könnte der Dragonite sein. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich aufhören, hier lustige Berufe zu erraten. Noch ein Galaflunschlick. 14 Bonbons, das ist auf jeden Fall cool. Ein 96er aus Chemnitz, Sachsen. Das merke ich mir mal. Das soll nämlich richtig gut für PvP sein. Das ist jetzt in die Tier 1 Liste gerutscht. Merkt euch, Galaflunschlick. Jetzt ein 96er. Obwohl, da ist es vielleicht auch wieder so, dass das, naja, wenn es ein 100er ist, vielleicht dann drüber kommt. Wir können ja mal kurz gucken, wenn wir das pushen wollen würden. 15, 6, wäre es ein bisschen schlechter, würde es vielleicht 14,99 erreichen. So würde es bei 14,76 stehen bleiben, da ist noch ein bisschen Luft. Braucht aber auch nur 22 Bonbons, also richtig gute Sache. Dafür in der Superliga noch ein paar coole Monster sich zu züchten. Wir gucken jetzt kurz hier drauf. Wir brauchen noch 5 entwickelte Pokémon. Da müssen wir noch kurz 3 Sachen entwickeln. Wir entwickeln einfach hier 3 Zickzacks zu Geradax, um ihm zu zeigen, dass wir den brauchen, dass wir den haben wollen, dass es nicht ohne das geht. Vielleicht kommt dann in der nächsten Ladung mal ein Gala Zickzacks. Könnt ihr ja leider nur brüten. Das heißt, egal ob ich will oder nicht, egal ob nochmal Brütaufgaben kommen, ich muss trotzdem fernab der Spezialforschung weiter brüten. Ich brauche nämlich unbedingt 3 Gala-Zickzacks. Außer ihr habt welche und wollt ihr mir rübertauschen. Könnt ihr natürlich gerne machen. Aber schön ist es immer, wenn man die Dinge selber bekommt. Außer bei Shinies. Da lasse ich mich gerne beschenken. Aber da habe ich auch schon alles im Prinzip. Ich müsste auch endlich mal meine Evoli-Sachen fertig machen. Ich habe da bestimmt vor einem halben Jahr angefangen und habe jetzt ewig gewartet und habe schon Takes von damals. Die sind immer noch nicht abgeschlossen. Jetzt habe ich eigentlich genug, hoffe ich.
Die müsste ich mal alle entwickeln, dann gucken, ob ich Glück habe. Ansonsten weiter suchen, weiter tauschen. Jetzt aber noch drei Geradax entwickelt. Da müsste die Aufgabe fertig sein. So, wir gehen gleich mal rüber. Holen hier 5 Bonbons ab, 10 Top-Beleber. Ein Pokémon erscheint, ein Otaro. Okay, nehmen wir mit. Da brauchen wir jetzt gerade keine Bonbons. Das kommt ja eh irgendwann nochmal zum Z-Day. Bin mal gespannt, was aus der Kapitelauflösung kommt. Ich glaube, das geht auf jeden Fall länger, dieses Kapitel, als das letzte schon allein durch die Eier. Weil die immer so ewig brauchen und nicht immer so ewig darum mehr. Ja, eigentlich auch relativ gute IV, aber das reicht mir noch lange nicht. Jetzt also Kapitel 2 beendet. 500 Staub, 500 Erfahrungspunkte und es erscheint ein Flampion. Okay, da nehmen wir aber mal eine gelbe Beere. Denn ich habe gesehen beim letzten Mal, als ich eins entwickelt habe, also vorhin im Prinzip, bei mir war das gestern, bei euch war das eben, habe ich halt dann nur noch 20 Bonbons übrig gehabt. Das heißt, bei dem brauche ich sowieso Bonbons. Irgendwann kommt ja nochmal eine andere Form, die ihr auch entwickeln könnt. Und falls ihr das mal hochziehen wollt oder irgendwas, ich habe natürlich durchs Brüten jetzt auch welche bekommen. Die IV auch nicht so gut, 95 ist halt nicht viel. Das also immer mit gelber Beere fangen, wenn ihr das rausbekommt. Ihr wisst ja, die Sachen können eh nicht fliehen. Das war es aber jetzt von Kapitel 2. Oh, mir tut einfach alles weh, alles ist nass. Hier, guckt euch das an und es tröppelt überall runter an der verschissenen Mülltonne. Jetzt tröppelt doch. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Da tropft es einfach von alleine runter. Das war es aber jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und schreibt ihr mal rein, was habt ihr aus euren Eiern bekommen? Habt ihr auch 7er Eier gebrütet oder irgendwelche? Und habt ihr auch schon alle Galaformen? Was heißt schon? Ich hab's ja noch nicht. Habt ihr schon alle Galaformen? Fehlt euch auch noch eins? Habt ihr Zickzacks? Habt ihr es noch nicht? Oder fehlt euch Mauzi? Obwohl, nee, das habt ihr aus der Forschung bekommen. Also, das Einzige, was selten wäre, ist dann Flampion, weil das ja nicht wild erscheint und eben nicht aus der Forschung bis jetzt als Gala. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Rumses.